Wenn du mich... Ich habe überall Kontakte. Es ist nicht immer alles auf Lager, aber ich kann alles beschaffen. Sieh dich um. Was glaubst du? DUC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt sie. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut sogar. X. Das ist untersuchen, oder? Hä? Einfach nur drehen. Das wäre sogar mal tatsächlich ein Anzug, der gar nicht so komisch aussieht wie der hier. Oder der. Obwohl, der geht eigentlich auch. Hm. Aber ich kaufe mir keinen. Boah, und damit dann auf Xenomorph-Jagd. Rucksäcke. Battle Meal. Also Kampfration eigentlich. Oh, hast leider nichts, was mich interessiert. Tut mir leid. Wie läuft's? Ja, gut. Irgendwie muss ich mal die Tastatur so, zack. Ich hatte nur ein ganz kleines, also nur so ein bisschen Platz auf dem Dings. Tisch. Für die Maus. So, da ist der Kollege. Wenn du, der Kunsthandel ist selbst eine Art Kunst. Psst, bist du verrückt? Nicht so laut, verdammt. Billig kaufen, teuer verkaufen. Es gibt unter Garantie einen reichen Banker in New Atlantis, der großes Interesse daran hat. Ach, komm mal von deinem hohen Ross runter. Reingelegt. Du bist nur nicht besonders scharfsinnig. Doch. Was beschwerst du dich überhaupt? Du wirst bezahlt, alles ist gut gelaufen, niemand wurde verletzt. Das gehört alles zum Spiel. Es lohnt sich, sich die Hände schmutzig zu machen. Es lohnt sich sogar sehr. Jetzt haben wir bloß nicht einfach nur 2000. Danke für deine Diskretion. Unsere Transaktion ist abgeschlossen, also verabschiede ich mich. Sprechen wir nicht mehr darüber. Das wäre sogar noch weniger gegeben, als üblich ist. Naja, zurück ans Werk. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Was sollen wir machen? Ein Haus finanziert sich halt nicht von allein. Wallberg-Gebäude. Ah, ich hab's gesehen. Kann ich mehrere anwählen? Oh, scheinbar nicht. Na komm, ich hab das Wallberg-Gebäude gesehen. Das müssen wir nochmal ausprobieren.
das war auch da, wo auch dieses Terra-Brew-Ding ist, was ich die ganze Zeit gesucht hatte. Dann wird das alles dort in der Nähe sein, glaube ich. Aber was war das? War es das? Geschäftsdistrikt? Ich probiere das mal. Ich glaube, hier war das nicht. Freue mich riesig, später Toni zu sehen. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Ach, die Ursache? Ja. Ein Thermoparasit so lang wie mein Bein. Wahlberg. So, ich muss mir nochmal die Quest angucken. So, Warner hat mich sein verloren, das jetzt finden. Er war zuletzt bei Terrabrew, Redstone und im Wahlberg-Gebäude. Da sollte ich nachsehen. Ja, die Frage ist, liegt das einfach da rum oder hat das jemand? Wie viel davon ist jetzt hier Wahlberg? Das unser ist Redstone. Ist weit bereit. Mussten wir so früh da sein? Das war doch klar. Das gehört. Willkommen. Wenn du das beste Fleisch in den besiedelten Systemen suchst, wir haben es. Tja, mit Wetzsteinen werden Messer geschliffen und geschärft. Messer, die die köstlichsten Steaks der besiedelten Systeme schneiden. Und hier im Whetstone bieten wir kulinarischen Feinschliff. Wenn du das perfekte Steak suchst, bist du hier genau richtig. Du machst wohl Witze. Ich habe einen exklusiven Vertrag mit der Handelsaufsicht. Das kommt alles von anderswo. Und nein, ich verrate dir nicht, woher. Gerne doch. Wir können ja mal gucken. Am Baguette. Also von Fleisch sehe ich jetzt... Ah. Eine Pflaume. Alles klar. Der Abgrund. Naja, nicht so interessant. Oh, Entschuldigung. This trip. Ach, das ist es doch, oder? Perfekt, gefunden. Da würde er sich freuen, der Junge. Jetzt muss ich ihn nur finden. Wow. Hey. Oh, das sah schmerzhaft aus. Kommt nicht in Frage. All unsere... Egal, was du brauchst, Enhance ist für dich da. Du hast sie gefunden. Oh mein Gott, vielen Dank. Ich bin sprachlos. Du hast einem einfachen Geschäftsmann geholfen. Du hast mich und mein Unternehmen gerettet. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich hoffe, das hat dein Bild meiner wunderbaren Einrichtung nicht getrübt. Wenn du einmal etwas brauchst, ich bin hier. Danke. Wenn du mal was Neues probieren möchtest. Wenn du mal was Neues. Klingt wie so ein Dealer an irgendeiner Ecke. Die alte Heimat. Nee. Aktivitäten. Sprich mit Kelton Thrush. Später. Dann machen wir das. Da müssen wir wahrscheinlich auf einen anderen Planeten für reisen.
muss sagen, je öfter ich das sehe, desto schöner finde ich das irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, wir haben übrigens auch einen neuen Punkt, den wir verteilen könnten. Gastronomie, du kannst Nahrung, Getränke, Bücher, ich weiß, ist mir sowas von egal. Täuschung. Plündern. Plündern finde ich nicht mal verkehrt. Dieb. Ich habe so das Gefühl, das werden wir noch brauchen, den Dieb. Ist der Handel besser? Ich meine, wenn etwas sinnvoll ist, dann auf jeden Fall handeln. Bitte weitergehen. Captain an Deck. Aye, Captain. Schön, dich zu sehen. Hä? Wie wär's mit Siezen? Ich bin übrigens der Mandalorian, deswegen habe ich immer einen Helm auf. Dann wollen wir mal. Wie war das? Map, glaube ich. Missionsziel. Sol. Wer lädt eigentlich mein Raumschiff wieder auf? Verstanden. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. So. Scannen, okay. Ist das der Mars? Bin mal gespannt, wie das aussieht. Dass Broken Sphere noch geöffnet ist? Ist die einzige vernünftige Bar hier. Na dann. Schauen wir mal. Was für eine wunderbare Aussicht auf den Marshimmel. Es wundert mich, dass es in dieser tristen Stadt so ein Fleckchen gibt. Okay, auch hier ist wieder verminderte Schwerkraft, was ich sehr begrüße. Hui! Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Fünfstellig? Fünf? Na schön, ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei. Ungeziefer Entfernung läuft. Vorsicht!
Na gut. Ich wollte zwar gucken, Saldonia, ob irgendeiner... komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Wir wollen ja nun... Was soll das heißen? Es gibt keine Arbeit. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir geblecht haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Es hieß, hier gibt es Jobs. Hey, 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 ich verstehe euch, aber wir haben gerade die letzten Stellen besetzt. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge aus. Vielleicht wollen die ja nicht verlängern. Das ist doch Bullshit. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir können nicht fast 2 Monate auf einen unsicheren Job warten. Hey, ich verstehe das, aber ich kann nichts machen. Redet mit der Zentrale, wenn ihr wollt. Tut mir leid, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit. Meine ist wichtig, aber man darf es auch nicht so ernst nehmen, sage ich meinen Freunden immer. Wir ziehen Steine aus dem Boden. Scheiße. Wir bauen keine Raumschiffe. Ja, du hast recht. Scheiße. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Trevor. Mining-Direktor des Deimos-Projekts hier im hübschen unterirdischen Cydonia. Ich kann 1-2 Minuten zum Plaudern opfern, solange du nicht nach einem Mining-Job fragen willst. Nee, hast du einen Job? Argos, ja? Klar, kenne ich. Ist natürlich super, aber leider sind unsere Mining-Posten im Moment alle besetzt. Oder du hilfst mir bei einer anderen Sache. Inoffiziell. Lässt sich riechen. Klasse! Und keine Angst, es ist nichts, wofür du Ärger kriegen könntest. Du hast vielleicht gemerkt, dass unsere Ausrüstung nicht gerade die neueste ist, vorsichtig gesagt. Das Problem ist, neue Ausrüstung kriegen wir erst, wenn wir unsere Quote übererfüllen. Aber das geht nur mit neuer Ausrüstung. Klassische Zwickmühle. Aber ich habe einen Plan, wie man das Problem lösen kann. Okay. Schön, dass du mitmachst. Zuerst muss ein Externer uns helfen, unseren Ertrag zu steigern, damit wir die Quote übererfüllen. Den Rest erkläre ich dir, wenn du ein bisschen Erz ausgebuddelt hast. Eine Standardquote müsste reichen. Erst musst du zeigen, dass du den leichten Teil hinkriegst. Wenn du genug hast, wirf es da drüben zur Verarbeitung in die Kiste und dann komm zu mir. Alles klar, aber erstmal muss ich einen Brief abgeben. Wenn die vorstellen. Also das wird jetzt hier richtig Fallout-mäßig. Alles fit? Ich habe eine Brieffreundin in New Atlantis. Wir sind uns nie begegnet, aber sie ist eine gute Freundin. Ja, und sowas erzählt man halt einfach irgendeinem random Typ, der sich gerade hier rangestellt hat. Ich bin vor 20 Jahren aus einer Laune heraus nach Cydonia gezogen. Vorübergehend, dachte ich. Okay. Sie macht immer noch alles per Hand, ja? Ich sag ihr immer, sie soll mal aus der Steinzeit kommen. Sie hält es für ein Zeichen von Charakter, so schwierig zu sein. Aber mal sehen, was sie schreibt. Oh nein. Das heißt doch hoffentlich nicht... Ja, aber Sawadis Brief macht mir Angst. Wenn das stimmt, kann ich nicht bleiben. Ich muss zu ihr. Wenn sie wirklich an der Schwelle des Todes steht, ist das meine letzte Chance. Vielen Dank für den Brief. Wie so nett. Eine starke Gemeinschaft ist stärker als jede höhere Gewalt. Oh, hallo. Wie kann ich dir helfen? Kann das Haus der Aufklärung dich vielleicht irgendwie unterstützen? Das wird sich zeigen. Ja, die Aufgeklärten dienen als gemeindebasierte Institution. Ganz ähnlich wie eine traditionelle Kirche, nur ohne Religion.
Denn die Gemeinschaft und der Glaube aneinander zählen. Nicht das Festhalten an einem bestimmten religiösen Dogma. Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich sag mal das hier. Gar kein Problem. Vielleicht liegt dir das Sanktum-Universum eher? Falls ja, kannst du mit Horus sprechen. Ach, bevor du gehst, kannst du mir vielleicht bei etwas helfen? Ich führe eine Debatte mit meinem guten Freund Horus und möchte deine Meinung hören. Er glaubt, dass der Glaube an eine höhere Macht mehr Menschen inspiriert, gut zu sein. Ich sage, dass ohne die Aussicht auf göttliche Belohnung oder Strafe mehr Menschen Gutes tun. Was denkst du? Tatsächlich glaube ich eher sogar das Gegenteil, also dass eher die Leute böse Dinge mit ihrem Glauben rechtfertigen. Aber Horus hat recht, ohne Gott wüssten wir nicht einmal, was gut bedeutet. Nein. Gut ist ja eine Einstellung. Ne? Also das ist... Ich sehe es wie du. Zum Beispiel helfe ich dir, ohne dafür eine Belohnung zu bekommen. Ihr habt beide recht, das spielt keine Rolle, welcher der Optionen mehr guten... Stimmt eigentlich auch, weil Hauptsache es sind gute Taten. Aus welchem Grund sie geschehen, ist erstmal zweitrangig. Auch wenn natürlich vielleicht die Gläubigen eher hoffen, dass sie dadurch auf irgendeine Art und Weise belohnt werden, wie... Ich warte einfach. Ja, warte, ich denke gerade nach. wie, dass sie in den Himmel kommen oder sowas. Ne? Also, naja, ich würde aber das nehmen. Ah. Das ist eine interessante Perspektive. Danke. Im Grunde ist es also so. Hauptsache, die Menschen sind gut zueinander. Was sie dazu antreibt, ist dabei gleichgültig. Das werde ich so an Horus weitergeben. Wenn du jemanden kennst, der Essen oder eine Unterkunft braucht, schick ihn zu mir. Das Sanktum-Universum hilft. Hallo, Kind. Kann das Sanktum-Universum dich in irgendeiner Weise unterstützen? Ich habe gerade mit der anderen gesprochen, ehrlich gesagt, aber nein, ich brauche nichts, ich wollte nur reden. Oh, ist religiös? Nein, danke, ich muss jetzt gehen. Schön. Ich nehme mir gern die Zeit, mit einem anderen Kind Gottes zu sprechen. Vielleicht möchtest du mehr über unseren gütigen Schöpfer hören. Wir können bleiben und zuhören, wenn du willst. Ich finde theologische Diskussionen interessant. Das Sanktum-Universum steht dir immer zur Verfügung, wenn du mehr wissen willst. Menschen selbst leiten ihr Schicksal und ihr Prinzipien, kein erdichteter mystischer Schöpfer. Ich glaube fest an den Allmächtigen, der für uns... Ich bin zwar anderer Meinung, werde aber nicht versuchen, dich umzustimmen. Du darfst deine spirituelle Reise natürlich gern allein bewältigen. Wenn du dich aber einmal verirrst und Rat brauchst, sei dir gewiss, dass ich immer zur Verfügung stehe, falls du einen anderen Pfad einschlagen willst. Du hilfst mir also nur mit Rat, wenn ich dann also in deinen Glauben eintrete? Steck sie doch in ein Heim. Irgendwo auf einem abgelegenen Planeten. Das Sanktum-Universum glaubt, dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, den Himmel zu manipulieren, um uns auf diesem Wege zu sich zu führen. Wir akzeptieren daher auch die Anhänger der alten Religionen, sofern sie an den allmächtigen Schöpfer glauben. Aber wer ist der allmächtige Schöpfer? Das ist ja die große Frage. Weil man weiterhin glauben muss, um den Lehren unseres Herrn und Schöpfers wirklich zu folgen. Würde er uns einfach zu sich führen, wäre das viel zu leicht. Unsere sterbliche Reise bleibt ein wichtiger Teil der menschlichen Erfahrung. Wir müssen im Leben lernen und wachsen. So beweisen wir, dass wir würdig sind, ihm im Jenseits zu begegnen. Oh, ist natürlich recht einfach. Ich leite dieses Gemeindezentrum gemeinsam mit meiner Partnerin Joy. Alle Menschen sind hier willkommen und dürfen diesen Raum nutzen, ganz gleich zu welchem Zweck.
Ich unterstütze auch alle, die im Sanktum-Universum den Glauben an Gott suchen, denn auf dem Mars fehlt ein wahres spirituelles Zentrum. Wir bieten jedem Unterstützung, der sie benötigt, auch wenn er nicht unserem Glauben angehört. Das eine ist keine Bedingung für das andere. Wir schicken Menschen in Not nicht fort. Und dabei ist es auch gleichgültig, wie groß die Not ist. Nee, komm, das auf keinen Fall. Aber hier, Natürlich. Nimm das und möge Gott mit dir sein. Klar, eine Pizza. Also, wenn ich etwas mit Glauben verbinde, dann eine Pizza. Wir bieten jedem Unterstützung, der sie benötigt, auch wenn er nicht unserem Glauben angehört. Das eine ist keine Bedingung für das andere. Wir schicken Menschen in Not nicht fort. Und dabei ist es auch gleichgültig, wie groß die Not ist. Ach, weißt du was? Leider können wir solche Unterstützung nur in wirklich außergewöhnlichen Umständen gewähren. Dann organisieren wir eine Spendenaktion. Na gut. Der Glaube sei mit dir. So, bist du? Schau mal hier. Oh, war das ein langer Tag. Man macht sich einfach wahnsinnige Sorgen, wenn der Partner unten in den Minen schuftet. Das kann ich mir gut vorstellen. Hallo. Minenarbeit zermürbt den Körper. Und Minenverwaltung den Geist. Neu in Cydonia. Ich hoffe, du magst Sand. Ja, was führt dich zum Gemeindezentrum? Ich bin hier, um etwas in mich zu gehen, wie man das so macht. Man sollte meinen, auf so einem Weg kann man sich nicht verlaufen. Aber so einfach ist das wohl nicht. Ich hatte ein recht ruhiges Leben. Aber je ruhiger die Welt um mich wurde, desto lauter wurde ich. Ich brockte mir Ärger ein, machte die Teenager-Rebellion durch, die ganze Tour. Dad sagte immer, die Langeweile habe mich waghalsig gemacht, aber er ist da auch nicht ganz unschuldig. Ich finde das toll, dass zwischen den Bürgern auch einfach nur irgendwelche Leute hängen. Ne, die haben zwar dann Namen, aber die erzählen dir dann halt was. Also gut, vielleicht haben die auch noch irgendeine tiefere Bedeutung, aber ich sollte eine Quest auswählen. Das soll auch so bleiben. Diese Einheit ist nicht das Detonation in 5, 4, 3, 2, 1. Na dann, arbeiten wir mal wieder als Miner. Normale Aktivität kann fortgesetzt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, hier unten Steine sammeln zu müssen. Es gibt ein ganzes Universum zu erkunden. Na, jetzt arbeiten wir hier. Für immer. Du hältst auf damit. Du bringst noch jemanden um. Ich arbeite. Verstehen, wie die Leute nicht den ganzen Tag so dämlich rumhüpfen können.
Ach, du bist ja hier. Ja, der bin ich. Ich bin mit gerade mal 17 zu Deimos gekommen. Als Mining-Aushilfe. Hol mal das, hol mal dies. Du kennst das. Ich hab mich reingehängt und wurde vor ungefähr 6 Jahren zum Mining-Direktor befördert. Als der alte Boss in Rente ist. Die Älteren mögen mich teilweise nicht, aber ich lasse allen eine lange Leine, solange sie ihre Quote erfüllen. Das kommt gut an. Jo, Hauptsache sie machen ihren Job, finde ich auch. Ist doch gut. Das? Ach, kein Grund zur Sorge. Wir machen hier auf dem Mars Fracking mit subterranen Partikeldetonationen. Die Ankündigungen sollen die Leute nur vorwarnen. Du hast bestimmt mal das Zittern gespürt, wenn es zu einer Detonation kommt. Das ist schon alles. Cool, oder? Klar, warum nicht? Ja, kein Problem. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist es sicher merkwürdig. Setz dich einfach hin oder sieh zu, dass du dich irgendwo festhalten kannst, wenn das Zittern dich stört. Dir passiert nichts. Perfekt. Der nächste Teil wird schwieriger. Unser Direktor der Mining Division, Peter Brennan, hat vor einem Monat seine letzte Assistenz gefeuert. Peter ist der Einzige, der die Bestellung neuer Ausrüstung genehmigen kann. Und ohne Assistenz ist er leider völlig nutzlos. Ich weiß, wie du todsicher an den Job kommst. Als seine Assistenz kannst du ihn dazu bringen, die Genehmigung zu unterschreiben. Klar. Du musst den Job nur behalten, bis wir die Genehmigung haben. Dann kannst du kündigen, weiterarbeiten, wie auch immer. Ist halb so wild, wie es klingt. Im schlimmsten Fall musst du ihm ein paar Sachen besorgen und seine Nachrichten abarbeiten. Wird super einfach, versprochen. Warte mal, so einfach ist das nicht. Du musst dich wie alle anderen dafür bewerben. Der Job ist im Büro der Deimos Sternenwerft ausgeschrieben, oben im Orbit. Geh dahin und fülle die Bewerbung aus. Wenn du das erledigt hast, dann komm zu mir zurück und wir reden darüber, wie du die Stelle kriegen kannst. Du springst durch jede Menge Reifen, um den Minern die nötige Ausrüstung zu beschaffen. Ja, zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gelten in der Stadt verschärfte Lärmschutzbestimmungen. Ich bin selbst noch nicht so ganz sicher, ob das richtig ist, was ich hier mache. Was ist das? Das Symbol sieht so anders aus. Warum Treppen steigen? Ich könnte hier einfach hochspringen. Hä, wie cool ist das denn? Ich würde den ganzen Tag hier rumspringen, wie so ein Irrer. Nee. Das ist sogar echt. Also das ist aus unserer ganz normalen Welt. Das Gesicht auf dem Mars gibt es tatsächlich. Was zu wilden Spekulationen geführt hat, aber eigentlich ist es eine Felsformation, die halt einfach auf einem Bild wie ein Gesicht aussieht. Feierabend im Broken Spear. Es ist doch nicht muss ich woanders hinfliegen? Ja, komm schon! Ich brauche mal einen, der auftankt.
Hä, bin ich blöd? Ach, klar bin ich blöd. Nee. Check ich nicht. Ich kann mal da landen. Also wenn ich das jetzt nicht finde, dann müssen wir es auch erstmal hinten anstellen, aber das ist ja nicht so schlimm. Gut, okay, wir gehen erstmal rein. Ich mache ein Aufnahmepäuschen. So. Dann würde ich sagen, bis, ich hoffe, mit der ganzen Soundeinstellung ist es etwas besser geworden. Das werde ich leider erst hier nachsehen. Und ja, trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.